Darauf tue ich ja auf jede Folge nochmal zurückgreifen, dass ihr mich richtig schön dissen könnt, weil ich das einfach liebe. Nein, Scherz, natürlich, niemand mag das. Hier ist nichts los in der Schenke. Gucken wir mal. Bei den Waffenhändlern. Ja, das ist immer gut, so ein Streitkolben. Da kann man den immer schön gut auf die Fresse geben. Den würde ich jetzt eigentlich sofort nehmen, aber wir haben noch nicht genug Stärke. Also, ja, Kraft. Versteht mich schon. Was gibt's denn da Feines? Was gibt's denn da Feines? Ja, scheiße. Schartig. Nee, so ein Müll wollen wir nicht kaufen. Ja, da gibt's ja auch die große Vielfalt. Lass mal das auch mal. Guck mal hier bei Pferden. Jagdpferd. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal da hinten nochmal. Ich würde immer so einen Kreis gehen, dass man schön alle verdammten kleinen miesen Städte abklappern kann. Und da hinten ist sowieso die beste Position, um zu leveln. Weil da es ganz bestimmte Feinde gibt und die schön viel Erfahrung bringen. Aber die sind auch nicht gerade leicht. Umso schwerer die Feinde sind, umso mehr Erfahrung gibt es ja auch so eigentlich. Könnte man sich auch gut vorstellen, dass das so ist. Ja, lauf. Warte mal, ich gehe mal näher ran, dann ist richtige Action hier. Ja, Reiter-Action. Das ist so eine Kombination aus verschiedenen Spielen und der Reiterhof. Ah, ein Turnier ist hier, das wurde ja gar nicht angezeigt. Das ist ja auch immer gut. So, ich gucke erstmal nach Waffen, das hier ist auch gut. Da, das ist immer gut, dieses Schwert. Ja, schartig. Da, den nehmen wir mal. Der ist gut. Braucht noch ein Schild dazu, was etwas hermacht. Gesprungen ist nicht gut. Das ist braun, das kann ich nicht nehmen, weil das braun ist. Allein deswegen kann ich es schon nicht nehmen. Und, ja, nee, gehen erstmal zum Turnier, dann haben wir wieder schön viel Kohle. So, ab in den nächsten Kampf. Und hier ist es jetzt ein reines Infanterie. Naja, der ist ja schon da. Infanterie-Turnier. Die tun ganz schön unsere Männchen dezimieren. Dann haben wir nicht mehr so viele zur Verfügung, die mir den Rücken frei halten, sodass 10 auf mich gleichzeitig einprügeln werden. Ist auch wieder down. Und das sind ja sehr viele Rote. Ich hoffe, wir überleben es. Zum Glück habe ich ja meine zwei Hände der Macht. Da kann keiner was dafür. Die Macht ist mit mir. Auch wenn jetzt die Zeit ein bisschen nicht so passend ist für diesen Spruch, aber egal. Die ist immer mit mir. Leider können wir jetzt auch nicht abwehren mit diesem Schwert, weil es ein bisschen auch unlogisch schwer. So. Ja, Runde wieder geschafft. So, wieder platzieren und ab in die nächste Runde. Aufpassen, dass man sich unsere eigene treffen. Das ist eben nicht gut. Da ging es wohl viele Daumen gleich auf einmal. Sieht man immer, was mir direkt durchs Gesicht fährt. Immer diese Anzeigen von denen, wie viele jetzt tot sind und ja, genau. Und wir hätten jetzt fast unseren eigenen erwischt. Deswegen werde ich jetzt hier mal kurz aufhören. Und mir auf alle Fälle mein Schwert holen, weil der mir zu nahe kommt, dann sieht das schlecht aus und hier ist leider nichts. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weg hier, weil die mir gleich einen richtig auf die Kimme geben. Nicht auf die Kimme, was laber ich denn da? Ich gehe immer lieber aus dem Weg. Ich brauche jetzt unbedingt eine Nahkampfwaffe, um mich zu verteidigen, wenn die jetzt herkommen. Ja, gleich. Da ist einer. Ja, hier ist ein Wegkollege. Oh, komm schon, ey. Oh, du kleines Mistkind, verpiss dich. Oh, leck mich am Arsch, ey. Komm schon. Ja, Pfeile brauche ich nicht. Ich brauche ein verficktes Schwert. Ey. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber mir das jetzt tierisch aufregt, dass hier kein verdammtes. Da. Keine verdammte Waffe ist, wo wir uns verteidigen können. Das dort jetzt hier einfach, ohne dass wir uns verteidigen können, hier wegknallt. Ach, ich bin grün. Ich habe mich jetzt schon aufgeregt, dass jetzt so viele noch davon da sind. So, ja. Ausdrücke sind nie gut für alle, die, wo, sagen wir mal, unter 10 sind.
zu sagen. Die da drüber sagen das sowieso schon, soweit ich das hier weiß, wie unsere Jugend so geradezu ist. Ja, ich werde schon wieder viel zu moralisch, aber auf das Spiel. Immer schon auf das Spiel richten. Wir wären jetzt sowieso fast drauf gegangen, also muss man ein bisschen mehr Konzentration. Concentration. So wie es manche von uns sagen würden. Wo war ich jetzt im Satz? Konzentration oder das letzte Mal, wo ich mich jetzt doch dran erinnern kann? Einfach zu Konzentration. Da. Zack. Ey, das kann er. So, bieten. Nächste Runde. Jetzt habe ich schon wieder einen Bogen. Aber zum Glück der Kollege auch. Ist ein bisschen zu hoch. Schön Kopf. Und gleich nochmal. Der ist down. So, setzen. Nächste Runde. So wie es dann. Das ist ein ewiger Ablauf im Turnier. Setzen, kämpfen, setzen, kämpfen. So, ja. Kommen wir angeschlichen. Geben wir dir gleich mal hier ein paar. Ey. Zurückschlagen gilt nicht. Ey, lauf nicht so weit, ich will auch. Oh, du Mistkerl. Du alter Glatzenhaini, du. Ein Elite-Schwertkämpfer ist das. Aha, immer schön zu wissen. So, nächste Runde. So, du Kollege kriegt jetzt auch ein paar. Ja, komm her. Komm her. Ja, du mit deinem Bogen kommst auch nicht weit. Ja. Willst du meine verpassen oder was? Nimm das hier. Immer schön totknüppeln, immer von oben. Mal schon weitermachen. So, das zweite Turnier geschafft. So, jetzt kaufen wir uns schnell die Rüstung, die ich jetzt eben schon ausgewählt habe, weil die ist nicht schlecht. Ach, ein bisschen kostenspielig, weil die ist gleich noch besser und ist aus Metall und ist viel billiger. Ah. Egal. Ich kaufe irgendwo woanders was. Gehen wir zum Glück die Qual der Wahl. Scheiße. Verdammten Armbrust brauchen wir nicht, die ist scheiße. Ramponiert. Ja, nee, ich würde aber am liebsten doch noch irgendein Schild mitnehmen. Ebenfalls mal da, einfach mal das hier, aber ist jetzt auch egal. So. Ja. Jetzt sagen wir, brauchen wir wieder mal einen Kampf. Ja, 5 sind für uns zu wenige. Auch nochmal 5. Naja, scheiße. Knapp uns die 5. Jetzt haben wir einen Speer und ein Schild. Das ist schon ein bisschen mehr rittermäßiger drauf. Ja. Und so weiter. Das ist auch eine höhere Distanz für die Kollegen. Weil die sind auch nicht gerade ohne, die Seeräuber. Für den Anfang sind die sowieso jetzt nichts eigentlich, aber da ich jetzt ein bisschen geübter bin in diesem Spiel, schnappe ich mir die immer, weil die schön viel EP geben. Ja. Ein 1er-Hieb. Ich weiß auch nicht, den ersten Hieb versemmel ich jetzt immer. Natürlich ist das alles, das gehört alles so. Zack. Ja, wieder abgewehrt, Kollege. Das gilt nicht. Zack, auch weg. Nächste auch. Ne, der blockiert. Oder geblockt. Blockiert jetzt nicht. So, der ist auch weg. Tschüss. Boah. Einfach zurückschlagen, gilt nicht. So, wir müssen ein bisschen Geschwindigkeit wieder aufnehmen. So, die letzten beiden machen wir so mit dem Schwert jetzt. Da wir richtige, wie soll ich sagen, ehrenhafte Männer sind, steigen wir sogar vom Pferd, weil es ein bisschen allgemein ist. Die kriegen wir auch so. Obwohl unser Schwert nicht gerade das Schärfste zu sein scheint, der wird jetzt nicht mehr hier. So, der ist down. So, machen wir es so.
So, jetzt haben wir einen gefangen, den wir nicht nehmen können, wenn wir nicht die Fähigkeit gefangen, den mitnehmen haben. Ja, bringt uns nichts, aber wir wollen den letzten ja verschonen, weil der hat's ja verdient. So verdient hat das natürlich nicht. Wurfkraft, ja, das nehmen wir auch mal mit. Wurfäxte, immer gut. So, ja, wir sind bereits ein weiteres Level aufgestiegen. Wir brauchen noch einmal Wendigkeit, wie gesagt. Ja. So, jetzt können wir endlich das Reiten verbessern. Naja, ich wollte jetzt eigentlich auch die Wurfäxte benutzen, aber... Naja, was soll's. Tun wir jetzt schon mal gleich das Werfen verbessern. Für das nächste Level. Weil die ersten Level gehen immer schön schnell. Ich würde sagen, wir brauchen unbedingt eine Rüstung, weil wir uns sonst dann ganz schön schnell fertig machen. Deswegen gehe ich jetzt gleich auch mal in die nächste Stadt. Und ich werde jetzt, glaube ich, mal einen Ring rumlaufen, um erstmal alle Städte zu zeigen, wie die aussehen und keine Ahnung, wie das Terrain darum aussieht. Das ist auch mal schön zu sehen. Das sind ja so Hauptfeature von diesem Spiel. Allein das Rumlaufen. So, was haben wir denn da? Stahlschwert. Ja, immer gut, aber... Nee. Brauchen wir nicht. Naja, wir müssen ein Schild, das reicht so erstmal. Rüstung. Ja, nehmen wir mal die. Sieht schon ein bisschen besser aus. So ein Flachhelm. Nee, ich nehme da immer eine andere Variante. Die sieht besser aus. So, jetzt haben wir schon mal eine bessere Rüstung. Und natürlich gibt es jetzt wieder kein Jagdpferd, das wir jetzt nehmen könnten. Wie zu erwarten. Was wir jetzt mal machen, ist hier die lokalen Preise checken. Weil so durch kann man auch Geld verdienen, indem man einfach mal guckt, was da recht billig ist. Da können wir gucken hier, ja, wenn wir hier Leinen kaufen und die dann in Ichmanur oder keine Ahnung, Ichamur verkaufen, kriegen wir 73% pro Stück raus. Ja, schon, aber für den Aufwand nicht wert. Ich würde schon über 100 immer nehmen, weil dann lohnt sich das auch. Muss dann immer checken, auch in den Warenläden, ob es auch genug Vorräte gibt. Nicht, dass es irgendwie nur zwei Stück sind, weil es macht ja dann auch voll Sinn, die dann dahin zu tragen wegen zwei Stück. Weil man dann so 5000 investiert und dann so, keine Ahnung, 20 Stück dahin bringt, das bringt dann schon eine Menge. So, den halten wir uns mal ein bisschen auf. Komm mit. Ja, komm mit. Wir bekämpfen dich gleich. Nicht abhauen. Komm. Komm mit. Ein bisschen zick und zack. So, jetzt gehen wir mal nach Hause. Wir sind jetzt nicht weit weg. Jetzt nicht nach Hause, sondern natürlich. Ja. Nein, danke. Gucken wir nochmal bei Waffen. Was da so ist. Natürlich wieder nicht das Jagdpferd, das wohl wieder zu warten war. So, jetzt holen wir uns die Schweinehunde. Machen wir gleich mal den mit 17. So, jetzt ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Jetzt haben wir 17 Feinde auf einmal. Also 17 gegen 1. Mit einem Kampfvorteil von minus 15. Und Ansehenwert von 25, was mir jetzt nicht viel sagt. So, was sind die Kollegen? Komm schon. Ja, für alle, die jetzt das aufgefallen ist und das verfolgt haben mit dem Battlefield, ja, da war ein kleines Problem, das ich jetzt auch behandeln werde, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit haben, wenn ihr euch das anguckt, wie ich die jetzt alle jetzt sau mache oder selbst sau gemacht werde, was die Wahrscheinlichkeit sogar ein bisschen höher ist. Naja, wo war ich denn? Ja, genau. Das Problem war, dass sogar bei der Aufnahme war das, bei der letzten Aufnahme, wo ich dann das Level aufnehmen wollte, was jetzt noch nicht gezeigt wurde, machen wollte, dazu war ich jetzt ja genau. Auf alle Fälle war das so, dass ich stand an Docken, ja keine Ahnung, diese Dateien sind aus dem RAM rausgeflogen. Ja, schön und gut. Und nach einer Sekunde später